So, Fäden sind raus und der Weisheitszahn auch. Und jetzt geht's los mit dem Wochenrückblick. So, das war ein ziemlich schlechter Reim. Aber egal, es war auf jeden Fall wieder einiges los diese Woche. Und ich würde einfach mal sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Wochenrückblick. Kalenderwoche steht doch da. Jetzt geht's los. So, Freunde, dann wollen wir mal anfangen mit News Nummer 1, Cyberpunk. Oh Gott, dass ich das noch erleben darf. Entschuldigung, wenn ich das jetzt einfach so unterbreche, aber dass ich das noch erleben darf. Über ein Jahr später, aber egal, egal, Kopf in den Nacken, nicht so viel schnacken, jetzt geht's los. News Nummer 1, Cyberpunk 20, ich muss nochmal erwähnen, das ist wirklich strange, es ist wirklich, wirklich strange. Okay, aber nun, wirklich, ernsthaft, Cyberpunk 2077 ab sofort für die PlayStation 5 verfügbar bzw. optimiert. Kurz gesagt, das PlayStation 5 Update für Cyberpunk 2077 ist da. Es bringt eine Menge Verbesserungen mit sich. Die KI ist besser geworden, es sind Lichteffekte hinzugefügt worden, die Patchnotes sind gigantisch groß und ja, es ist kaum zu glauben. Ich glaube, man kann fast sagen, anderthalb Jahre nach Release kommt nun, also der Patch war ja schon vor einem Jahr versprochen worden, ne? Jetzt ist er da. Ich habe jetzt mir auch noch mal ein paar Feedback-Resonanzen angeguckt und er soll soweit solide sein, hat auch ein paar Bugs mit sich, aber es ist kaum zu glauben, ja, ihr könnt jetzt Cyberpunk 2077 in der PlayStation 5-Variante spielen. Unfassbar. Ach ja, und es gibt eine kostenlose Demo, damit habe ich mich jetzt aber nicht beschäftigt. So, News Nummer 2 ist PlayStation 5 Pro. Alle News, alle Gerüchte zusammengefasst. Also, kurz erklärt. Jeden Monat gibt es schon so ein paar kleinere Informationen zu der PlayStation 5 Pro, die es auf jeden Fall geben wird. Ist bestätigt von Sony PlayStation. Wann sie genau rauskommen wird, wissen wir jetzt natürlich noch nicht, aber ich würde persönlich tendieren, dass wir eventuell nächstes Jahr auf jeden Fall mit einer Ankündigung rechnen können und ich glaube, dass das Ganze vom Zeitrhythmus her schneller passieren wird als damals mit der PlayStation 4. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr das verfolgt habt. So, nichtsdestotrotz gibt es aber auch schon sogar ein paar, man könnte schon fast sagen, handfeste News, also was, wo die Reise hingehen wird mit der PlayStation 5 und natürlich ein paar Gerüchte und natürlich auch ein paar schöne selbstgemachte Fanmails. Alles zusammen in einem Artikel, schön chronologisch, schön einfach zu sehen, könnt ihr euch angucken, falls ihr euch dafür interessieren solltet. So, interessieren könnte auch viele von euch die nächste News, ich persönlich finde es ganz cool, und zwar News Nummer 3, PS5 Controller Galactic Purple ist jetzt auch bei Amazon verfügbar. Falls ihr bei Amazon einkaufen solltet und das mit unserem Link, dann auf jeden Fall vielen lieben Dank, ihr zahlt nicht mehr, unterstützt damit unser Projekt, sehr cool. Auf jeden Fall der Galactic Purple, also lila, finde ich persönlich von den neuen Controllern, von den neuen Farben mit am schönsten. Definitiv, den könnt ihr jetzt bei Amazon kaufen. Der ist sogar noch verfügbar, er war mal ganz kurz schon wieder ausverkauft, aber ist jetzt gerade wieder verfügbar, wo ich das aufgenommen habe. So. News Nummer 4 ist, und das sollte jetzt wieder die Resident Evil Fans von euch freuen, obwohl ich persönlich bin ja mit Capcom nicht so d'accord. Wir machen jetzt so viele Remastered und so viele lieblose Sachen. Auf jeden Fall hat Capcom jetzt einen Countdown gestartet. Und die gesamte Gamerwelt meint auf jeden Fall, es wird ein Resident Evil 4 Remake demnächst angekündigt werden. Ich denke, es wird auch soweit sein. Es gibt da ein paar es gibt dafür ein paar Anzeichen. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall die Resident Evil Fans von euch freuen. So, freuen sollte heute am Freitag, wo ich das aufnehme, Freitag der 18. auch viele PlayStation 5 Gamer sollten sich auf jeden Fall freuen, weil Horizon Forbidden West ist heute veröffentlicht worden und das Spiel knallt auf jeden Fall. Story ist ein bisschen mau, aber alles andere ist sehr nice und man muss es natürlich auch auf der PlayStation 5 spielen, um es genießen zu können. Nichtsdestotrotz, also News Nummer 4, Horizon Forbidden West, Lego Set offiziell bestätigt plus Trailer. Einige von euch wissen das vielleicht sogar. Wir haben letztes Jahr, ich glaube es war im Dezember, ich glaube wir waren sogar die Ersten oder auf jeden Fall mit die Ersten, haben wir eine Leak-News rausgehauen, dass es auf jeden Fall wohl ein Lego-Set von Horizon Forbidden West geben wird. Nun wissen wir es ganz genau, es wird eins geben, es ist alles veröffentlicht worden mit Trailer, mit Bildern, wie groß das Set ist, wie teuer das Set ist. Also das Set ist auf jeden Fall 34 cm groß, lese ich hier gerade. Und kostet, glaube ich, oh Gott, das kann ich jetzt euch gerade gar nicht sagen, müsste ich nochmal, hier, genau. Also das Set hat eine Größe von 23 x 34 x 17 und kostet irgendwas um die 80 plus Euro. Ja, okay, sieht auf jeden Fall sehr lustig aus und ich denke mal, Lego-Fans von euch werden sich freuen. So, freuen würden sich wahrscheinlich sehr viele Gamer da draußen, wenn dieses Spiel irgendwann mal erscheinen würde, aber auf jeden Fall hat sich was getan diese Woche. Und letzte Woche. Die Rede ist von News Nummer 6, Grand Theft Auto 6, alle Infos und News zusammengefasst. Ist so ähnlich wie die PlayStation 5 Geschichte.
die Pro-Geschichte. Alle News, die mit GTA zu tun haben, also die relevanten News, die wichtigen News, alle in einem Artikel chronologisch für euch aufgeführt. Und ja, es wurde auf jeden Fall bestätigt von auch Rockstar, dass man, also von Take-Two, dass man an GTA 6 arbeitet. Und da gibt es ja schon so viele Geschichten darum. Ich glaube, das wird auf jeden Fall in den nächsten 2-3 Jahren richtig viel Gossip darum geben. Aber wie gesagt, Grand Theft Auto 6 wurde offiziell bestätigt mal wieder. Ich kann, Leute, es ist in der Mache und da gibt's auf jeden Fall viel Hickmick. So, Überraschungsnews auf jeden Fall war News Nummer 7 und ich glaube, das könnte wirklich gut werden, weil ich glaube, dass Netflix auf jeden Fall dafür richtig, richtig gut geeignet ist. Siehe The Witcher und diverse andere Serien. Die Rede ist von Bioshock-Filmen. Ja, seit schon sehr, sehr, sehr vielen Jahren ist ein Bioshock-Film angekündigt worden, beziehungsweise in der Planung. Da waren auch richtig große Regisseure dabei, so Peter Jackson und so weiter und so fort. Alle abgesprungen, nie was passiert und dies, das, jenes, dann Lizenz, dann bla bla bla. Auf jeden Fall ist es jetzt offiziell bestätigt worden von Netflix, dass es einen Film geben wird im Universum von Bioshock, also eine Videospiel-Adoption. Und dieser Film wird wohl in den nächsten 2-3 Jahren dann bei Netflix exklusiv zu sehen sein. Persönlich finde ich das ziemlich gut. So, an der Stelle nochmal Happy Release Day für Horizon Forbidden West. Bin sehr gespannt, ob die Leute bei diesem Spiel noch einen Monat später darüber reden. Damit meine ich, es gab ja so viele Spiele, die vorher gehypt wurden und dann hat keiner mehr einen Monat später drüber geredet. So, falls ich ein bisschen gelistet habe, Entschuldigung, aber die Fäden sind ja auch gerade erst frisch raus. So, Freunde, kommt gut in die neue Woche. Mein Name ist TheProbe, sucht PlayStationInfo.de und ja, bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Tschüss.